Hallo, mein Name ist Jörg Drieger und ich möchte mit Ihnen heute über nachgelagerte Studiengebühren reden oder, wie Sie nachher sehen werden, eher über Absolventengebühren. Nun sind Studiengebühren ja für Deutschland kein neues Thema. Wenn man mal 2007 anguckt, gab es in Deutschland, und das sind die grünen Länder hier eingefärbt, schon einige, die allgemeine Studiengebühren hatten. Andere Länder hier in Gelb sind damals mit Langzeitgebühren belastet gewesen. Und die roten Länder, die waren eben studiengebührenfrei. 2013 sieht die Landkarte schon ganz anders aus. Und wenn man jetzt die letzten Beschlüsse in den Parlamenten sich anguckt, dann wird es eben auch in Bayern keine Studiengebühren mehr geben. Und in Niedersachsen werden es dann noch Langzeitgebühren sein. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, sind Studiengebühren gescheitert? Und klar ist, politisch gescheitert sind sie, denn es gibt keine Mehrheiten mehr dafür. Aber sachlich sind sie eigentlich nicht gescheitert. Einiges steht auf unseren Internetseiten in Zwischenbilanz minus Studienbeiträge. Wenn man sich's mal anguckt, in der Summe muss man sagen, es gab keine abschreckende Wirkung in Deutschland, also nicht weniger Studierende aufgrund von Studiengebühren. Es gab auch Verbesserungen der Studienbedingungen, aber man muss auf der anderen Seite sehen, als gerecht sind die nicht empfunden worden. Und da möchte ich einhaken und die Frage stellen, muss das eigentlich so sein, dass Studiengebühren als ungerecht empfunden werden? Und wenn man dann nach Australien guckt, kann man sagen, nein. Und auch das haben wir in einem Papier auf unserer Internetseite einmal eingestellt. Und in den nächsten Minuten möchte ich Ihnen auch erläutern, warum es da nicht als ungerecht empfunden wird. Und ich tue das natürlich auch, weil ich damals als Wissenschaftssenator in Hamburg Studiengebühren eingeführt habe, auch in dem Bewusstsein und der Überzeugung, dass es ein gerechtes System sein kann. Aber nochmal Blick auf Australien. Also Bob Hawke hat dort als Ministerpräsident vor ungefähr 25 Jahren allgemeine Studiengebühren eingeführt. Übrigens ein Mann der Labour-Regierung, also der Sozialdemokraten. Was ihn damals trieb, waren mehr Studienplätze. Und was er erreicht hat, waren durchaus extra Geld für die Hochschulen. Also insgesamt sind es gut 6 Milliarden Euro, die jedes Jahr durch Studiengebühren an die australischen Hochschulen fließen. Was können wir also jetzt von den Australiern lernen? Ganz wichtig, das Grundprinzip. Die Australier gehen in ihrem Studien- oder Absolventengebührenmodell davon aus, Studenten sind arm, die haben erstmal kein Geld, irgendwelche Studiengebühren während des Studiums oder gar vorab zu bezahlen. Während Studenten arm sind, sind es Akademiker in der Regel aber nicht. Und was ganz interessant ist für Deutschland, was man sich mal angucken kann, ist, wenn man mal so einen Graph macht. Also, man trägt auf der einen Seite das Einkommen und auf der anderen Seite das Alter auf und guckt von Studium über Berufseinstieg bis zur Rente, wie das aussieht. Und was man ganz schön sieht, ist, die blaue Kurve, das ist die Entwicklung des Einkommens für jemanden, der nicht studiert hat, die fängt zwar etwas höher an, geht dann aber moderat über das Leben nach oben. Und die grüne Kurve, das ist die Kurve eines typischen Akademikers, der wenig während des Studiums verdient und mit dem Berufseinstieg dann aber schon springt, und zwar oberhalb dessen, der nicht studiert hat, am Anfang so 40% extra und wenn er in Rente geht, dann ungefähr 80% extra. Ja, und da kann man feststellen, gibt es hier ein Extra, was ein Akademiker verdient. Das sind Größenordnung 270.000 Euro über das Leben. Und auf der anderen Seite gibt es hier unten natürlich auch einen Einkommensverlust vor dem Studium, beziehungsweise vor dem Berufseinstieg. Spannend wird es jetzt, wenn man die unterschiedlichen Einkommensverluste und Extraeinkommen voneinander abzieht und auch berücksichtigt, dass Akademiker und Nicht-Akademiker sehr unterschiedliche Arbeitslosenquoten haben. Also wer eine Lehre gemacht hat, ist in Deutschland mit ungefähr 6,4% aktuell arbeitslos. Jemand, der studiert hat, nur mit 2,4%. Und wenn ich das alles berücksichtige, also wenn ich das Einkommensplus und das geringere Arbeitslosigkeitsrisiko nehme und davon aber das entgangene Einkommen abziehe und natürlich auch
die höheren Steuern und Sozialabgaben abziehe und dann mal einen Summenstrich darunter mache, dann kommt ungefähr, passt jetzt hier nicht ganz drunter, 100.000 Euro raus, die ein Akademiker nach Berücksichtigung all der Effekte zum Schluss mehr über hat. Und auf diesen beiden Grundprinzipien, auf denen beruht jetzt das australische Absolventengebührenmodell. Also Studenten sind arm, aber Akademiker können sich in der Regel aufgrund dieses Extras, was sie verdienen, auch eine Rückzahlung leisten. Und die Australier machen es jetzt folgendermaßen. Der Staat gibt den Unis während des Studiums das Geld. Die Unis lassen den Student studieren. Wenn der dann zum Absolventen geworden ist, zahlt der über seine Steuererklärung einfach ungefähr 4% seines Einkommens an das Finanzamt, welches wieder der Staat ist und den Unis wieder das Geld gibt. Das Besondere bei dem Modell ist, ein Risiko gibt es eigentlich nicht, weil der Student muss erst dann zahlen, wenn er mehr als 34.000 Euro verdient. Das heißt, verdient er weniger als 34.000 Euro im Jahr, zahlt er null zurück. Das ist das Risiko, wenn man krank ist oder in der Elternzeit ist oder arbeitslos ist. Dann muss man eben auch dieses Darlehen, was man hatte, nicht abbezahlen. Und verzinst ist es übrigens auch nicht nur mit der Inflationsrate. Das heißt, das Darlehen wird weder mehr noch weniger, wenn ich nicht abbezahle, sondern bleibt gleich. Das ist in Summe das australische Absolventengebührenmodell, von dem die Australier sagen, es ist gerecht, es hat keine abschreckende Wirkung, es hat große Wirkung im Sinne der 6 Milliarden extra und außerdem ist es auch noch bequem und effizient, wird über die Steuererklärung eingezogen, man muss nicht viel tun, Verwaltungskosten sind gering. Worauf wir achten müssen, auch die Australier haben nicht alles richtig gemacht. Die haben sowas wie Vollzahlerplätze eingeführt mit unterschiedlichen Kategorien von Studenten. Die haben einen Nachlass auf Vorauszahlung gewährt. All das macht wenig Sinn. Also nicht alles kopieren, was die Australier machen, aber das Grundmodell, von dem können wir viel lernen. Und zum Abschluss will ich mal versuchen, das auf Deutschland zu übertragen. Also Absolventengebühren in Deutschland. Wie könnte sowas aussehen? Wir bräuchten natürlich ein bundesweit einheitliches Darlehensmodell, etwas, was nicht auf Bayern oder Hamburg beschränkt ist, sondern mit dem ich leicht innerhalb Deutschlands umziehen kann. Verzinsen sollten wir das auch nicht, nur im Rahmen des Inflationsausgleiches eben und auch ausländische Studierende gleichermaßen berücksichtigen. Und klar, dieses Grundprinzip eben, Studenten zahlen nichts, sondern erst Absolventen in dem Moment, wo sie genügend verdienen. Was wir übrigens auch noch lernen können von den Australiern ist, stabile Rahmenbedingungen sind wichtig. Was die gemacht haben, ist mal die eine, mal die andere Regel, immer ein bisschen hin und her. Wir sollten uns, wenn für ein System entscheiden und das dann auch kontinuierlich belassen, sodass jeder weiß, worauf er sich dann eben auch verlassen kann. Würden wir uns auf so ein Modell einlassen? Dann hätten wir etwas, was große Wirkung für Studierende hätte, nämlich mehr Geld in den Hochschulen, ein besseres Studium, was kein Risiko für die Absolventen hätte, denn nur wer gut verdient, zahlt prozentual zu seinem Einkommen etwas zurück. Und es wäre für mich ein Modell, und das hatte ich am Anfang ja erwähnt, dass mir das wichtig ist, das auch gerecht ist. Denn wenn wir heute gucken, zahlt der Student für sein Studium 0 Euro, und dann gucke ich mir aber an, was für eine Kita bezahlt wird, also hier waren die Null, und da zahle ich für eine staatliche Krippe 600 Euro im Monat und für eine staatliche Ganztagsschule werden häufig auch gerne 150 Euro pro Monat fällig. Und das empfinde ich eben als ungerecht, ein kostenloses Studium und viel, viel Geld, was die Eltern für ihre Kinder in Krippe und Schule bezahlen sollen, also in Ganztagsschulen und den staatlichen Kindergärten. Chancengerechtigkeit wird eher im Kindergarten oder in der Schule geschaffen. Da sollten wir unsere staatlichen Gelder reinstecken. Und dann wäre es eben auch gerecht, wenn Studierende einen Beitrag leisten, vorausgesetzt, dass sie ihn eben erst nach dem Studium bei Studienerfolg bezahlen müssen. Klar ist so ein Modell, wie auch die Studiengebührenmodelle bisher, ein diskussionsintensives
Und die Diskussion möchten wir mit Ihnen führen. Auf der einen Seite passt natürlich nicht alles in 10 Minuten Pencast. Das finden Sie bei uns im Internet, sowohl zu Australien als auch zur Zwischenbilanz über Studienbeiträge. Aber wir treten auch gerne mit Ihnen in den Austausch. Suchen Sie uns, die Bertelsmann Stiftung, auf Facebook oder Twitter. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Herzlichen Dank.